In der Schule haben sie euch gequält, in Geschichte, der Dritte Reich und Hitler, bis man sich erbricht. Immer nackt Gesicht auf jedem dritten Titel des Spiegel, Dokus in der Glotze über das ultimative Evil. Unter der Ägide der rigiden Globalisten, jeder Deutsche ist verdächtig, Teil zu sein der Faschisten. Doch wenn Faschismus sich klar vor unseren Augen zeigt, seh ich keine Antifa, die Zeitung und die Glotze steigt. Oh mein Gott, es ist wieder so weit, doch keiner der wieder Männer hier sieht die Zeichen der Zeit. Oh, im Gleichen marschieren wir in Richtung Faschismus und kommen nicht mit dem, dass wir davon gar nichts wissen. Ist uns klar, was gerade in der Ukraine passiert? Natürlich nicht, weil da keiner ist, der euch informiert. Doch ein marschierender 20.000 Faschos unter Waffen, das Azov-Bataillon für Poroschenkos machen schafft. Und wenn man ein Massaker in Odessa betreibt, an Gewerkschaftern die DGB-Spitze schweigt. Frank-Walter Steinmeier, hey, was macht der Vogel da zusammen auf dem Foto mit dem Chef des Foroda? Unser Bundespräsident, ein Fascho-Unterstützer, egal solange es dem Westen nützt, fickt euch doch, ihr Wichser. Das heute Journal verbreitet Nazi-Propaganda. Und ich frage mich, was macht der alte Mann da? Manchur, Ivan, SS-Offizier, wird im ZDF zu einem Held stilisiert. Und wie konnte es passieren, dass die Nazis jetzt die Guten sind? Na, weil sie gegen Russland und den bösen Putin sind. Oh mein Gott, es ist wieder so weit, doch keiner der Wiedermänner hier sieht die Zeichen der Zeit. Oh, in Deutschland marschieren wir in Richtung Faschismus und kommen wir nicht mit dem, dass ihr davon gar nichts wisst. Stimmt. Oh mein Gott, es ist wieder so weit, doch keiner der Wiedermänner hier sieht die Zeichen der Zeit. Oh, in Deutschland marschieren wir in Richtung Faschismus und kommen wir nicht mit dem, dass ihr davon gar nichts wisst. Deutschland ist wieder in dem Krieg, so wie 1939. Und wieder einmal fehlt dem deutschen Volk die Weitsicht. Am Ende heißt es, wir haben das nicht kommen sehen, Mann. Doch wir sind heute hier, um euch zu erzählen. Am Himmel deutsche Tornados, im Wasser deutsche Fregatten und am Boden ausgeflaggte deutsche Soldaten. Eine Täuschung, die sagen, dass diese scheußlichen Taten ja nur da sind, um die Sicherheit der Deutschen zu wahren. Um Wachabiten zu jagen, in keinem Radio sagen sie, dass wir gerade unser Grundgesetz zu Grabe tragen. Auch das Völkerrecht machen sie, das ist Angelas Anarchie. Diese Kriegsverbrecherin muss hinter schwedische Gardinen ziehen. Nie wieder Krieg, nicht mit Syrien, nicht mit Russland. Die Bundeswehr nach Haus, macht mit der Drohkulisse Schluss, Mann. Was für ein Schluss, dass nach 20 Millionen Toten heute wieder deutsche Soldaten an die Ostfront zogen. Oh mein Gott, es ist wieder so weit, doch keiner der Wiedermänner hier sieht die Zeichen der Zeit. Oh, in Deutschland marschieren wir in Richtung Faschismus und kommen wir nicht mit dem, dass ihr davon gar nichts wisst. Stuss. Oh mein Gott, es ist wieder so weit, doch keiner der Wiedermänner hier sieht die Zeichen der Zeit. Oh, in Deutschland marschieren wir in Richtung Faschismus und kommen wir nicht mit dem, dass ihr davon gar nichts wisst. Die Stasi-Agentin macht Jagd in sozialen Netzwerken auf Dissidenten. Denn es macht ihr Spaß, rechte Hand von Heiko Maas. In politischer Verfolgung, ja, da ist sie halt ein Ass. Gloria, EM, Victoria, bitte, 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 noch Eisassa. Für den Kampf gegen Rechts gibt 20 Wille frei vom Staat. Leider aber sind da nicht nur Rechte, die gedissen. Mit der Kohle macht sie Jagd auf die Friedensaktivisten. Antifaschisten, das sind wir, wir sind die Antifa. Antideutsche Huren, Söhne gleichen heute der SA. Anstatt in Hamburg beim G20-Themen aufzufahren, stecken sie lieber Reifen oder ganze Autos an. Und die Medien greifern, wann sind wir endlich so reif an zu verstehen, dass die Medien uns doch immer verscheißern. Mann, was konnten wir denn seit 45 verändern? Die Wochen schauen auf den TV, blau auf 45 Sender. Oh mein Gott, es ist wieder so weit, aber dieses Mal erkennen wir die Zeichen der Zeit. Oh, wir sagen keinen Fuß frei den Faschisten, ihr werdet scheitern an den Friedensaktivisten. Du wieder so einen Scheiß machst. Ja, bitte? In Deckung! Oh mein Gott, es ist wieder so weit, aber dieses Mal erkennen wir die Zeichen der Zeit. Oh, wir sagen keinen Fuß breit den Faschisten, ihr werdet scheitern an dem Frieden, sagt ihr es. Oh mein Gott, es ist wieder so weit, aber dieses Mal erkennen wir die Zeichen der Zeit. Oh, wir sagen keinen Fuß breit den Faschisten, ihr werdet scheitern an dem Frieden, sagt ihr.
Sie sind uns entkommen. Was? Diese Band, diese Bandbreite, das kann ja wohl nicht möglich sein. Die können weiter ihre Lügen verbreiten, diese Gedankenverbrecher. Das lasse ich nicht zu, ja? Sicherheitsdienst, wir schaffen das, ja? Annetta, ab dafür.